Meine Damen und Herren, ich komme gerade aus dem Bundesinnenministerium. Dort war der Runde Tisch IT-Sicherheit, das sind meine Notizen, Apple liest mit. Der Runde Tisch IT-Sicherheit, Punkt 7 aus dem Programm der Bundeskanzlerin, das 8-Punkte-Programm als Antwort Deutschlands auf die internationalen Herausforderungen, was Datenschutz, Datensicherheit angeht. Es saßen da 4 Ministerien, vertreten auf Staatssekretärsrang und ich sag mal 20 Leute aus der Wirtschaft, von Verbänden, von großen Unternehmen. Bisschen was ist schon rausgekommen, aber letztlich haben wir doch da gesessen und sagten uns alle, ich weiß nicht so richtig, was man jetzt wirklich tun kann. Es gab so etwas verzweifelte Antwortversuche, wir brauchen ein deutsches Google, war ein solcher, oder wir brauchen einen europäischen IT-Airbus, wir schicken wieder Briefe statt Mails. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze an dieser Stelle, wo wir sagen müssen, das wird so nie funktionieren. Also von dieser Vorstellung, dass wir in Deutschland oder Europa irgendwann wieder technologisch souverän sein könnten im IT-Sektor, müssen wir uns ein für alle Mal verabschieden. Wir werden immer in dieser Abhängigkeit leben und das Gute daran ist, wir sind in dieser Abhängigkeit nicht allein. In Huawei-Produkten steckt nach Angaben des Unternehmens zu 32% US-amerikanische Technologie. Was kaufen wir also, wenn wir einen Huawei-Router kaufen? Kaufen wir US-amerikanische Technologie oder europäische oder asiatische? Was kaufen wir, wenn wir ein Apple-iPhone kaufen, das gar nicht in den USA produziert, sondern nur designed wird, wo also auch Software drin steckt? Die kommt aber dann auch wiederum zum Teil aus Malaysia oder zum Teil aus Indien. Diese Vorstellung, man könnte irgendwo das Internet renationalisieren, von dieser Vorstellung, meine ich, müssen wir uns vollständig verabschieden. Wir müssen uns, und das ist so ein Ausgangspunkt auch unserer Überlegungen im Bitkom, schon auch fragen, wo stehen wir als Deutschland in unserem Ansatz dieser Problematik gegenüber? Und es mag uns jetzt etwas verwundern, aber wir sind als Deutsche schon ziemlich exotische Tiere. 2 Wochen nachdem das alles losging, war ich in London. Es gab dort ein Treffen der Hauptgeschäftsführer aus allen europäischen IT-Verbänden und es ging um die Schwerpunkte der nächsten 12 Monate. Und unser Schwerpunkt als Bitkom ist Prism und alles, was dazugehört mit Datenschutz und Datensicherheit. Die meisten wussten gar nicht, worüber ich rede. In UK berichtet der Guardian, aber für das Vereinigte Königreich und für die dortige Wirtschaft ist es überhaupt kein Thema. Es gab einen, der die Hand gehoben hat und der eine gleiche Sensibilität hatte wie wir und das war der Kollege aus der Schweiz. Jetzt ist allerdings die Schweiz nicht Mitglied der EU. Und wenn wir uns jetzt fragen, was können wir als Deutsche überhaupt tun, um Transparenz einzufordern, um Druck aufzubauen gegenüber den USA, dann müssen wir einfach erkennen, dass wir in einer ganz anderen geopolitischen und geostrategischen Situation sind als noch bis 1989. In der Zeit haben sich amerikanische Politiker hier in Deutschland die Klinke in die Hand gedrückt, weil wir natürlich besonders wichtig waren als das Bollwerk gegenüber dem bösen Osten. Das hat sich komplett geändert. Wir haben keinen Druckpunkt mehr gegenüber den USA, keinen einzigen. Sollen wir sagen, wir kaufen keine iPhones mehr oder sollen wir uns beschweren und sagen, jetzt sind wir aber ärgerlich? Wir haben keinen Druckpunkt mehr und gelten darüber hinaus als international unsicherer Kantonist. Das müssen wir einfach sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, was können wir in Deutschland dann tun, wenn wir wissen, wir finden in der EU, und das ist in der Regel unser Hebel, der funktioniert in dem Fall nicht, weil die Briten, ich sage jetzt mal im Duktus der derzeit schreibenden Journalisten, die sind noch schlimmer als die Amerikaner. Da gibt es die Briten, da gibt es die Franzosen, die sind eher neidisch, weil sie sehen, die Briten können was, was sie nicht so richtig können. Es gibt die Italiener und die Spanier, die haben andere Probleme. Und es gibt die Niederländer, die derzeit nach Möglichkeiten suchen, wie sie die Vorratsdatenspeicherung ausweiten können. Also wir stehen da schon ziemlich allein und die Hebel, die wir in der Vergangenheit hatten und bei anderen Themen auch haben, eher in der klassischen Industriepolitik, die funktionieren derzeit nicht. Bevor wir die Frage stellen, was können wir in Deutschland trotzdem tun, man kann einiges tun, vielleicht ganz kurz einen Blick in die Glaskugel. Wenn wir uns jetzt unterhalten über Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten, dann soll das sicherlich nicht rückwärtsgewandt geschehen, sodass wir uns fragen, was können wir jetzt tun, um speziell dieses Thema Prism, NSA etc. zu lösen, sondern es muss nach vorne gerichtet geschehen. Und wenn wir einfach mal versuchen, so 10 Jahre oder 20 Jahre in die Zukunft zu gucken, dann werden Führerscheininhaber eher selten sein. Wir setzen uns ins Auto, sagen, wo es hingehen soll, dann werden wir dorthin gefahren. Und wenn wir zum Arzt wollen, dann werden wir uns irgendwo einloggen in den medizintelematischen Dienst und dann wird der Doktor online kommen. Das ist jetzt nicht großartig prophetisch. Es wird vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt seit 3 Monaten einen Chip, den können Sie auf die Haut kleben. Der bleibt etwa 2 Wochen, dann löst er sich automatisch, misst Körperfunktionen, sendet die auch. Sie können in Ihrem Kind aufkleben, dann kriegen Sie eine Nachricht, wenn es zu lange in der Sonne war, dass Sie nochmal Sonnenmilch nachtragen müssen. Der kann aber auch noch ganz andere Sachen.
Und das ist so ein erster Weg, wo Technologie, die wir auch als Augmented Reality, Google Glass ist ein anderes Beispiel dafür, oder jetzt die neue Smartwatch von Samsung, die bislang noch keine Körperfunktion misst. Ich habe gestern Abend eine in der Hand gehabt, sieht im Übrigen ganz gut aus, bin kein Uhrenträger. Also solche Technologien, die werden an den Körper wandern und werden auch in den Körper wandern. Wir haben vor 3 Jahren mittlerweile die Deutschen befragt, würden sie sich denn einen Chip in die Haut einpflanzen lassen, wenn sie daraus irgendwelche Vorteile haben könnten? Und 25% sagten ja. Und auch viele alte Menschen sagten ja. Also wir haben so ein paar mögliche Vorteile angegeben. Ja, schnellere Einlasskontrollen bei Großveranstaltungen. Da sagen viele junge Leute, jawohl, das will ich und dafür hätte ich auch gerne einen Chip unter der Haut. Mehr Sicherheit, da sagen alle alten Leute, ja, das will ich. Ja, ich wünsche mir tatsächlich diese Überwachung, um länger autonom, souverän leben zu können und nicht irgendwo ins Pflegeheim zu müssen. Also je nachdem, wo Sie den Nutzen darstellen, finden Sie einen enormen Zuspruch. 25%, finde ich, ist extrem viel. Wir hatten uns damals überlegt, ob wir die Zahl überhaupt veröffentlichen. Wir wollten eigentlich was ganz anderes machen, weil das eine Pressekonferenz dann letztlich gesprengt hat. So war es auch. Das ist viel und wir stehen erst am Anfang. Und in 20 Jahren, vielleicht ist es in 30, vielleicht in 40, vielleicht aber auch schon in 10, wird es ganz normale Vorgänge geben, wo Sie nicht nur, wenn Sie eine Dünndarmspiegelung machen wollen, eine Camera-Pill schlucken, die 24 Stunden durch Ihren Körper fährt, produziert in Israel im Übrigen, kommt aus der militärischen Forschung, sondern werden wir vielleicht standardmäßig kleine Roboter durch unseren Körper fahren haben mit einer IP-Adresse, die ständig Daten senden. Und dann wird nicht nur das Auto eine eigene IP-Adresse haben, sondern alle möglichen Sensoren im Auto werden nicht nur untereinander in dem derzeit abgeschlossenen Informationsmodul Kfz funken, sondern sie werden natürlich nach außen funken. Sie werden eingesetzt zur Umweltbeobachtung. Und das muss nicht schlecht sein. Es gibt tolle Beispiele im Umfeld von Big Data. Stockholm, Verkehrsdaten, dort werden jede Sekunde 250.000 GPS-Daten an eine Zentrale geleitet. Das seit relativ kurzer Zeit. Und die haben den Verkehr in Stockholm im innerstädtischen Bereich um 50% gesenkt, die individuellen Fahrzeiten um 20% und auch die entsprechenden verkehrsbedingten Emissionen. Das ist eine tolle Sache. Es gibt andere Beispiele aus der medizinischen Forschung, Genomanalyse. Dauerte in der Vergangenheit 3-4 Wochen. Also Vergangenheit ist vor einem halben Jahr. Das kann man jetzt ein bisschen schneller mit Big Data Analysis. Das geht jetzt in ein paar Stunden. Es gibt ein sehr interessantes Unternehmen im Umfeld von SAP, sitzt in Heidelberg. Die bieten das an als professionelle Dienstleistung und bieten auch an, diese Daten zu verknüpfen für Krebspatienten mit Genomen anderer Krebspatienten. Also das ist eine individuelle Analyse, die sie dort machen können. Das wird verknüpft mit den Genomen von anderen Krebspatienten und mit deren individueller Therapie und mit dem Therapieerfolg. Das hat zur Folge, dass wenn Sie genau wissen, was habe ich denn jetzt eigentlich, also Sie wissen, Sie haben Krebs, aber das ist eine ganz individuelle Krankheit, dass Sie ganz anders therapieren können, als Sie das derzeit können. Das funktioniert aber nur, wenn nicht nur Sie Ihr Genom analysieren lassen und behalten das schön für sich, sondern wenn das alle anderen auch tun. Und was wir in Deutschland bekommen vor dem Hintergrund der Datenschutzdiskussion, ist eine Situation, die ähnlich ist wie bei Google Street View. Wir finden das System super, wir wollen nur unsere Häuser darin nicht sehen. Das heißt, wir werden als Deutsche zurückgreifen auf die Genomdatenbanken der Amerikaner und der Südkoreaner und vielleicht auch der Chinesen und der Russen und andere und kaufen uns dort ein. Jetzt kann man fragen, ist das fair? So ganz fair ist es nicht. Man kann aber auch fragen, brauchen wir vielleicht tatsächlich ein grundsätzlich anderes Verhältnis zum Datenschutz? Ist das Prinzip, und jetzt provoziere ich Sie einfach mal ein bisschen und sage dazu, das ist keine Bit-Komposition, aber man darf darüber nachdenken, ist das Prinzip der Datensparsamkeit, das derzeit im Datenschutz gilt, überhaupt das Prinzip, dem wir folgen sollten? Oder sollten wir dieses Prinzip nicht umkehren und sagen, wir brauchen Datenreichtum, aber wir brauchen gleichzeitig Instrumente, um vor Missbrauch zuverlässig zu schützen? Und solche Instrumente kann es möglicherweise geben. Die kann es geben im Bereich der Technik, im Bereich des Rechts und im Bereich der Organisation. Und im Bereich der Organisation ist es am einfachsten, kostet am wenigsten Geld. Organisation ist Pseudonymisierung. Funktioniert super. Ja. Sie müssen nur, wenn Sie also ein persönliches Merkmal ins Netz geben, das Identifikationsmerkmal rausnehmen, aber irgendwo hinterlegen, sodass Sie im Fall der Fälle, also zum Beispiel Sie haben eine Knochenmarkkrankheit und brauchen eine Knochenmarkspende, wo Sie dann diese Verknüpfung wiederherstellen können. Anonymisierung funktioniert natürlich auch, aber dort können Sie den Nutzen, den Sie sich individuell erhoffen, nicht mehr herstellen. Ich frage mal in die Runde, wer von Ihnen ist Förderer der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspende-Datei? Einer, zwei, drei, vier, fünf, eigentlich zu wenig, ja?
dass wir alle anerkennen, gesellschaftlich anerkennen, dass wir ein Recht am anderen Körper haben, das über den Tod hinausgeht, das ist völlig klar. Aber haben wir das Recht an diesen Daten? Haben wir das Recht an diesen Daten? Oder sollte man nicht sagen, man legt eine pseudonymisierte Datenbank an und hat darüber eben die Möglichkeit, dort, wo ein Mensch Hilfe braucht, die Hilfe zumindest zu erbitten. Und dann hat immer noch jeder von uns die autonome Entscheidung zu sagen, ich will helfen oder ich will nicht helfen. Nicht zu helfen ist in dem Fall allerdings besonders schwer, das erkenne ich völlig an. Also Pseudonymisierung kann viel, viel Nutzen stiften und viel Gefahr aus Datenmissbrauch rausnehmen. Was ganz anderes im Bereich der Organisation ist die bessere Ausstattung der Datenschutzbehörden. Die ist derzeit lächerlich. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat nicht die Leute und nicht die finanziellen Mittel, um seinen Aufgaben tatsächlich nachzukommen. Und er hat sie auch deshalb nicht, weil es in Deutschland noch 16 Landesdatenschutzbeauftragte gibt. Jetzt fragt man sich, wir reden über ein globales Phänomen, wozu braucht man in Deutschland Landesdatenschutzbeauftragte? Oder würde nicht eine bundesweit zuständige, starke Behörde viel besser diesem Zweck nachkommen können, gerade global operierende oder global orientierte Unternehmen zuverlässig auch auf die Einhaltung des Datenschutzrechts in Deutschland und international zu überprüfen? Das gefällt natürlich den 16 Datenschutzbeauftragten nicht. Aber es ist noch viel schlimmer. Wir haben nicht nur die 16 Datenschutzbeauftragten, wir haben auch 16 Landesdatenschutzgesetze, die den Datenschutz unterschiedlich interpretieren. Also wenn wir wenigstens in Deutschland einheitlich geltendes Recht hätten, wir gucken ja im Moment alle nach Europa und gerne auch in die Welt, wir haben im Datenschutz noch nicht mehr in Deutschland einheitliches geltendes Recht. Und da kann Homogenisierung viel helfen, extrem viel helfen. Und dafür braucht man durchaus auch ein bisschen mehr Geld, man braucht mehr Leute und man muss auch das Bekenntnis abgeben, auch als Wirtschaft, dass man sich kontrollieren lässt. Und das ist die Transparenzforderung, Herr Bülling, die Sie vorhin vorgetragen hatten. Das ist im Übrigen auch heute ein Konsens in der Runde im Bundesinnenministerium gewesen, dass wir sagten, wir müssen die Datenschutzbehörden besser ausstatten und in die Lage versetzen, ihrem Auftrag tatsächlich nachzukommen. Organisation, Technik. Es gibt neue Technologien der Verschlüsselung, homomorphe Kryptographie, haben Sie das schon mal gehört? Das ist also ein Verfahren, das ist ganz neu, es dauert noch ziemlich lang. Damit können Sie zuverlässig verschlüsseln, aber gleichzeitig einzelne Elemente der Informationen, die Sie verschlüsseln, zur Auswertung freigeben. Das heißt, Sie können zum Beispiel die personenbezogenen Daten in einem Genom, die verschlüsseln Sie und andere Teile daraus, die geben Sie frei. Das erfordert einen enormen Rechenaufwand, das derzeit darzustellen. Deswegen dauert das so lange, dass es noch nicht wirklich praktikabel ist. Aber da forschen schon relativ viele Unternehmen dran. Leider sind es überwiegend US-amerikanische Unternehmen, die daran forschen. Das ist in Deutschland ein bisschen stiefmütterlich derzeit behandelt. Aber das wäre eben ein Feld, wo wir durchaus auch hier in Deutschland Technologien mitentwickeln könnten, die uns an der Stelle sicherer machen, als wir das heute sind. Dass wir überhaupt in Deutschland eine funktionierende IT-Sicherheitsindustrie haben, das haben wir verschiedenen Phobien der Amerikaner zu verdanken. Also es ist richtig, es gibt da nicht alles so wie bei den Waffengesetzen, aber es gibt Dual Use, also wir haben einen eigenen Arbeitskreis, der sich nur damit auseinandersetzt, weil wir vieles nicht exportieren dürfen. Diese Vorschriften sind in den USA noch viel strenger. Die US-amerikanische Verschlüsselungsindustrie darf so gut wie nichts exportieren. Deshalb überhaupt nur konnte sich in Deutschland eine starke IT-Sicherheitsindustrie herausbilden. Also da haben wir einen sehr guten Kern, mit dem wir in Zukunft was machen können. Zu versuchen, irgendwo, sagen wir mal, die kompletten Router, die ganze Infrastruktur und die Software darauf und den Service darauf nochmal zu renationalisieren, das wird definitiv nicht funktionieren. Aber wir können zweierlei leisten. Und das müssen wir auch leisten. Wir müssen uns die Prüfkompetenz wieder beschaffen. Und wir müssen Systeme, die wir importieren müssen, auch sicher machen können. Es fehlt uns schon die Prüfkompetenz. Wir sind, das BSI und die von ihm beauftragten Dritten, nicht mehr in der Lage, die Router, die wir zum Beispiel aus China importieren, bis ins letzte Bit und Byte durchzuprüfen. Wir haben diese Prüfkompetenz nicht mehr. Und die brauchen wir wieder. Und dafür brauchen wir starke Institute im Bereich der Fraunhofer-Gesellschaft auch und im Bereich der Hochschulen. Das ist das eine. Und das zweite, wir müssen uns in die Lage versetzen, durchaus auch national technologisch souverän Sicherheit in importierte Systeme zu bringen. Und an der Stelle brauchen wir mehr Konzentration in Forschungsmitteln. Es gibt 16 Milliarden Euro pro Jahr, die werden mit der Gießkanne verteilt. Ich glaube, die Zeiten sind rum, wo wir das Geld einfach so ein bisschen verstreuen können, sodass es allen gleich gut gefällt und gleich wenig stört. Sondern wir brauchen Konzentration von Mitteln auf Bereiche, wo sie besonders positiv wirken. Das dritte Feld, wo wir handeln können, das ist das rechtliche Feld. Und da ist die Diskussion in Deutschland derzeit ein bisschen verlogen, in anderen Ländern auch. Wir müssen uns schon fragen, wie unser Verhältnis ist zur informationellen Selbstbestimmung und zum Brief- und Fernmeldegeheimnis.
Gefühlt würde ich sagen, es ist manchen gar nicht so unrecht, dass sie die Möglichkeit haben, auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse zuzugreifen, die sie selbst überhaupt nicht erbringen können. Also de facto ist unser Brief- und Fernmeldegeheimnis ausgehebelt durch den Zirkelschluss der nationalen Nachrichtendienste, den wir zuverlässig vermuten dürfen. Warum gibt es in Europa keine Verständigung zwischen Nationalstaaten, dass zum Beispiel die Franzosen unsere Daten, nur weil wir über die Grenze fahren, nicht abhören dürfen, weil wir alle EU-Bürger sind? Das ist ein absoluter Anachronismus. Also dieses Verständnis, das gemeinsame Verständnis sollten wir in Europa zumindest herstellen müssen, herstellen dürfen, dass wir gleich behandelt werden, auch von den befreundeten Nachrichtendiensten innerhalb der EU. Und damit wäre schon viel erreicht, es wäre sehr viel erreicht. Ein anderes Beispiel ist das nationale Routing. Das ist in den USA eine Selbstverständlichkeit, dass nationale Kommunikation nur innerhalb der USA geroutet wird. In China ist es ganz genauso, in Russland auch. Ist überhaupt kein Problem, können Sie ganz einfach machen, technisch ganz einfach. Findet in Deutschland nicht statt. Ja, wenn es in Deutschland Lastspitzen im Netz gibt und dann wird über die USA geroutet. Muss das sein? Muss es nicht. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr in die Netze investieren, vielleicht auch mal ein bisschen länger warten, bis die E-Mail angekommen ist. Aber das funktioniert und darauf könnte man sich durchaus auch verständigen. Und da gibt es eine Reihe von weiteren Vorschlägen, wo wir durchaus Ansatzpunkte und Hebel finden können, wo wir aus Deutschland heraus hier mehr Sicherheit, mehr Datenschutz in die Netze bringen. Aber die Kernfrage ist damit immer noch nicht beantwortet. Wie gehen wir mit der informationellen Selbstbestimmung um und was bedeutet Fernmeldegeheimnis im digitalen Zeitalter? In der Vergangenheit war es so, wenn jemand abhören wollte und dann hat er sich in die Kommunikation reingehängt und hat zugehört. Ist es tatsächlich ein Bruch des Fernmeldegeheimnisses, wenn Data Analytics eine Gesamtkommunikation untersuchen und daraus 0,002% des Datenverkehrs tatsächlich dann strukturiert weitergeben und an der Stelle dann der richterliche Befehl einsetzt? Die Frage sollten wir beantworten, weil das, was wir derzeit machen, ist ein permanenter Verfassungsbruch, in dem zugegriffen wird auf Daten von nationalen Bürgern, die von unserem Grundgesetz unter dem Fernmeldegeheimnis geschützt sind. Ich will es damit einfach mal belassen. Das waren so ein paar technisch-organisatorisch, auch rechtliche Antwortversuche. Das Thema ist sicherlich noch nicht erschöpfend diskutiert, aber ich hoffe, ich konnte Sie einfach ein bisschen provozieren und sage jetzt für die Kollegen von der Presse, von denen ich, das hat mich etwas erschrocken, einige hier entdeckt habe, dazu, das war meine Privatmeinung.